Keine Frage, die Aktienmärkte waren reif für eine Erholung und sie kam dann auch im Laufe des Vormittags. Die US-Futures tippten nach oben, dann nach Eröffnung der Wall Street, vor allem die Tech-Aktien mit einer Rallye, vor allem die großen Tech-Aktien, zwei davon werden wir gleich sehen, aber dann kamen die Renditen sind gestiegen, das bedeutet faktisch, Geld wird teurer, Anleihen werden eine immer bessere, immer attraktivere Alternative zu Aktien und dann stoppte diese Rallye erstmal. Wir werden sehen, wie es weitergeht, aber meine These ist folgende: Wenn die Renditen nicht fallen, dann wird jede Erholung, die wir sehen am Aktienmarkt, nicht nachhaltig sein. Und der Einzige, der diese Renditen jetzt wahrscheinlich nach unten bringen kann, das ist der Jerome Powell bei seiner Rede in Jackson Hole. Wir haben also jetzt diese zwei Mega-Ereignisse. Nvidia, das ist für diese ganze KI-Euphorie extrem wichtig. Und dann vor allem Paul am Freitag, das ist für die Renditen extrem wichtig. Und wie gesagt, ohne fallende Renditen keine nachhaltige Rallye an den Aktienmärkten. Hier sehen wir mal das, was Bloomberg hier schreibt als Zwischenfazit für den heutigen Tag. Stocks almost wipe out gains as bond yields climb. Also genau das, was ich versucht habe hier zu zeigen. Die 10-jährige Staatsanleihe auf dem höchsten Stand seit 2007, 4,35%. Wir sehen, da haben wir so eine Wedge, sind darüber ausgebrochen. Und das kann noch weitergehen, aber nochmal einen Schritt zurück zu den Aktienmärkten. Warum diese Erholung? Erstens, wir waren ziemlich überverkauft. Ich hatte das heute Morgen nochmal im Videoausblick thematisiert. Und dann haben wir jetzt eine Situation, die grundlegend anders ist als noch vor ein paar Wochen. Wir haben jetzt einen Überhang an Puts und das kann natürlich dazu führen, dass diese Puts gesqueezed werden, dass diese Leute, die sich entweder short gehen oder eben mit der Puts absichern für ihr Aktienportfolio, dass die dann gesqueezed werden, dass diese Puts eindecken müssen, damit als Käufer auftreten. Und hier sehen wir zum Beispiel Hedgefonds, die haben amerikanische ETFs so schnell geschortet wie seit September 2022 nicht mehr. Also da ist natürlich dann auch mal was zu holen. Und hier sehen wir die Put-to-Call-Ratio jetzt deutlich angestiegen. Wir haben jetzt das erste Mal seit 6 Monaten etwa ein Put-to-Call-Ratio von über 1. Also es gibt dann mehr Puts als Calls. Und das ist natürlich etwas, was, wie gesagt, eine solche Gegenbewegung dann ganz, ganz schnell einleiten kann. Hier sehen wir mal das kurzfristige Sentiment für US-Aktien von JP Morgan. Da sehen wir, da sind wir ganz schön ausgebombt, ganz schön negativ. Und in der Regel bei solchen Niveaus passieren dann einfach Gegenbewegungen oder kommt eine Wende oder passiert halt irgendwas, eine positive Nachricht, irgendeine Narrativveränderung, die dann die Märkte wieder nach oben treibt. Was Sie hier sehen, das ist die Heatmap, vor allem von Tech-Aktien, aber nicht nur der letzten Woche. Und da sehen wir eine Tesla über 11% im Minus. Wir haben die Tech-Werte im Minus. Auch eine Apple hat es nicht wirklich geschafft, sich zu erholen. Nvidia allerdings war fast 6% in der letzten Woche praktisch im Positiven. Und das setzt sich heute fort. Plus 4,18% Nvidia. Und wir sehen Tesla mit knapp 5% Anstieg. Wenn wir uns hier mal die Indizes anschauen, da sehen wir den S&P, naja, Pi mal Daumen 0, Dow Jones sogar leicht negativ, Nasdaq 100, der beste Index, also Nvidia ist es und Tesla ist es, die diese Rallye hier nach oben treiben, auch der Russell 2000 sogar leicht im Minus. Und hier kommen wir mal zu Nvidia. Zwei Analysehäuser haben heute Nvidia raufgestuft, vor allem HSBC mit einem Kursziel von 780 Dollar. Man sieht eine Upside von 80% jetzt für die Nvidia-Aktie und HSBC. Interessanterweise war noch zu Beginn des Jahres das einzige Analysehaus, das Nvidia auf Verkaufen gestuft hatte mit einem Kursziel von 136 und jetzt drehen sie völlig am Rad und sagen, oh, Kursziel 780, überhaupt kein Problem, nicht wahr? Und hier sehen wir mal, das könnte aber schwierig werden, wenn wir uns den Chart anschauen. Wir haben hier durchaus bärische Divergenzen. Was Nvidia da an Zahlen bringt, ist natürlich schwer zu beurteilen. Dass sie mindestens 11 Milliarden Umsatz, wie angekündigt bei der letzten Veröffentlichung der Zahlen, in diesem dritten Quartal machen, das ist absolut Mindest, was sie erreichen müssen. Sonst ist Land unter, aber wahrscheinlich sind sie so 12 bis 13 Milliarden, würde ich schätzen. Wichtig wird aber dann, ob das im nächsten Quartal so weitergeht, also ob man sozusagen diese Steigerungen fortschreiben kann. Möglich ist es, weil eben vor allem Chinesen
oder andere auch versuchen, möglichst viele Chips zu bekommen in der Erwartung, der Furcht, dass dann vielleicht Sanktionen der USA einen kompletten Stopp machen bei dieser Chipslieferung. Nvidia hat da extra einen abgespeckten Chips entwickelt, den man noch nach China liefern darf. Und diese ganze KI-Euphorie ist das, was die Wall Street vom Rest der Welt unterscheidet. Hier zeigt Jim Bianco bis zum 24. Mai, also bis zu den Zahlen von Nvidia, sind die internationalen Märkte und die Wall Street ziemlich parallel gelaufen und seitdem driftet das auseinander. KI-Euphorie, The Magnificent Seven, alle werden von KI profitieren, es gibt nur Gewinner, die Welt ist schön und vor allem sehr bunt, wie Nina Hagen einst thematisiert hat, aber manchmal schwitzt man auf der Ritze, wie sie auch gesungen hat, das tun wir derzeit auch bei diesen Temperaturen. Hier sehen wir also nochmal dieses Auseinanderdriften bei der Performance und das sehen wir dann auch in den USA insgesamt, an der Wall Street insgesamt. Die 10 größten Aktien, und das sind ja mehr oder weniger alle KI, jetzt mal bis auf Apple, gell, die haben mehr so IK, also weniger und so weiter. Jedenfalls sehen wir, dass die 47% in der Summe gestiegen sind. Die anderen, die restlichen 490 in diesem S&P 500, die sind mal gerade 4% gestiegen in diesem Jahr. Also die Märkte brauchen KI-Euphorie, sonst wird es schwierig, sonst wird die ganze Geschichte ein bisschen problematisch. Aber das wird sie ohnehin nicht nur durch China, sondern vor allem eben durch den Anstieg der Renditen. Wir sehen jetzt, die Schulden werden immer teurer. 10-jährige Anleiherendite real, also inflationsbereinigt, jetzt über 2%, höchster Wert seit 2009. Und interessant auch, dass die Tipps, die 10-jährigen Tipps, also das sind inflationsgeschützte Anleihen, da wird die Inflation sozusagen abgezogen per se, dass die auch bei 2% jetzt oder erstmals seit 2009 die 2%-Marke überschritten haben. Für mich ein Ausweis dafür, dass es nicht mehr nur um Inflation geht, sondern vor allem an diese Masse an Schuldentiteln, die die Amerikaner hier in die Welt schießen, also diese massive Schuldenaufnahme über Anleihen, das macht den Märkten so ein bisschen Sorge. Und hier sehen wir mal diese Anstiege der Renditen, die erwischen die meisten Investoren hier auf dem falschen Fuß, denn die sind long gegangen in diesen Anleihen, die wetten also auf fallende Renditen, das Gegenteil passiert aber, die Renditen steigen, das bringt die unter Druck, könnte im Worst Case zu Margin Calls führen, sodass sie dann andere Positionen eindecken müssen. Und hier haben wir also praktisch diese Situation, dass eben diese steigenden Renditen ein richtiges Problem für die Märkte sind. Erleichterung gibt es nur, wenn diese Renditen fallen. Aber das sieht so aus hier mal bei der 30-jährigen Anleihe. Wir sind natürlich da schon sehr weit gelaufen mit den Renditen. Rückschläge jederzeit möglich. Aber von wo aus? Wir könnten bei der 30-jährigen, die auch sehr wichtig ist, könnten wir durchaus so an die 5% laufen. Da sind wir aktuell so bei 4,4%. Also das wäre dann noch ein ziemlicher Schnaps. Wir sind auch da ausgebrochen, rein charttechnisch. Auf der anderen Seite, was wäre denn, wenn eine Rezession kommt? Und China ist schwach, Europa ist schwach. Wie sollen die Amerikaner hier als Vorturner das hinkriegen? Auf Dauer sehe ich nicht. Und hier sagt ein Stratege bei CNBC, sieht große Risiken für Aktien aufgrund der ignorierten globalen Risiken, und das könnte auch für die Anleiherenditen gelten, denn wenn sich diese Risiken manifestieren würden, dann würden die Anleiherenditen fallen, dann würde man versuchen, in die sicheren Häfen zu fliehen, und das ist also derzeit so ein bisschen das Problem der Märkte. Wo ist der sichere Hafen? Gold kommt nicht aus dem Quark, selbst Bitcoin fällt, die Anleihekurse fallen, die Aktien sind auch nicht so doll gestiegen in die letzten Wochen, und so kann etwas eintreten, was sozusagen einen mechanischen Turboeffekt hat, nämlich wir sehen, dass derzeit oder in letzter Zeit vor allem diese noch am gleichen Tag auslaufenden Anleihen, diese Zero DTEs, dass die inzwischen eher als Short gespielt werden, als Put gespielt werden, denn als Call, also früher, als die Märkte gestiegen sind, die Anleger kaufen Calls, wetten also auf steigende Kurse, die Market Maker müssen sich absichern, kaufen, gehen mit im Prinzip, indem sie das Underlying kaufen, um ihr Risiko zu reduzieren. Aber was passiert, wenn das Ganze nach unten sich mal aufspult? Da wird dann bestimmt bald irgendwie mal gesagt, also das mit den Optionen ist nicht so cool, als es nach oben ging, war es überhaupt kein Problem. Jetzt könnte es, wenn diese Dinge mal ein bisschen aus dem Ruder laufen, dann durchaus auch schwierig werden. Wir sehen ja, dass fast die Hälfte des gesamten Optionsvolumens sind diese Zero-DTE-Optionen, und die Optionen wiederum sind mehr als die Hälfte des gesamten Handelsvolumens im S&P 500, aber so oder so
zurückgekommene Aktienmärkte plus steigende Renditen haben die Financial Conditions wieder deutlich gestraft. Wir haben also jetzt tighter Financial Conditions. Und deswegen natürlich wichtig, was wird uns der Jerome Powell sagen? Und wir haben, wenn wir jetzt mal nach Europa kommen oder nach Deutschland, genauer gesagt, dann heute Morgen geradezu kollabierende Erzeugerpreise gesehen. 6% sind sie gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen. Wir sind wirtschaftlich schwach auf der Brust. Das sehen wir jetzt auch in den Erzeugerpreisen. Die EZB hat zu spät reagiert auf die Inflation und sie wird wahrscheinlich auch zu spät auf die Disinflation reagieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich strukturelle Treiber der Inflation und das ist vor allem der Umstieg oder der Ausstieg aus den fossilen Energien, die halt leider billig und effizient waren. Das sehen wir hier nochmal. Hier sehen wir mal eine Aufstellung. Wie viel Energie muss ich reinstecken? In welche Energieform? Also zum Beispiel, um Solarpanel zu produzieren oder Windkrafträder aufzustellen. Sie sehen ja schon, wenn Sie sich mal ein Windkraftrad anschauen, da sollen jetzt neue super mega Windkraftanlagen, die höher sind als der Berliner Fernsehturm, die sollen da entstehen. Da sehen Sie ja schon, das ist ein Riesenapparat, was ja schon mal auf den Wirkungseffekt hindeutet. Da haben Sie ein Riesending und das ist in etwa so powerful wie 6-7 Automotoren. Wenn Sie die mal nebeneinander stellen würden, dann wäre das ein Bruchteil dessen. Braucht also viel Platz, zeigt schon, wie ineffektiv das eigentlich ist. So schön es wäre, wenn dieser Ausstieg aus den Fossilen ohne weiteres gelingen würde. Wir sehen, die Fossilen haben da eine deutlich bessere Bilanz. Auch Atom hat eine deutlich bessere Bilanz. Und so sehen wir hier eine Karikatur, wie in Deutschland jemand auf einer Leiter steht, mit einem Föhn versucht, ein Windrad anzutreiben. Und dieser Föhn wiederum ist an einem französischen Atomkraftwerk angeschlossen. Aber Hauptsache, gell, wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet. Und all das passt natürlich zu den derzeit Regierenden. Hier eine Ricarda Lang, die so eine Art Schattenhaushalt jetzt fordert, also mehr Schulden. Und hier sagt ein Twitter-Kommentar, Deutschland erinnert an einen nutzlosen Erben eines erfolgreichen Unternehmers, der sämtliche Probleme des Unternehmens mit noch mehr Geld, ergo Schulden, lösen will, weil er zu sonst nichts fähig ist. Genau das hat man den Eindruck, man will jetzt die Substanz komplett verfrühstücken, die dieses Land noch hat. Rainer Zittelmann schreibt hier zurecht. Komplette wirtschaftliche Programme von SPD, Linken und Grünen heißt Steuern erhöhen oder mehr Schulden. Jeden Tag werden Vorschläge gemacht, die fast ausnahmslos unter 1 oder 2 subsumiert werden können. So werden wir nicht nachhaltig aus der Misere rauskommen. Und nochmal zur Elektromobilität. Was Sie hier sehen, sind Friedhöfe für Elektrofahrzeuge in China. Und die sind uns ja ein paar Jahre voraus. Die haben deutlich mehr dieser E-Fahrzeuge, deutlich länger schon als Massenmarkt entwickelt. Und das Problem ist, was passiert denn mit einem solchen Auto, wenn es nicht mehr gebraucht wird? Die Batterie ist absoluter Sondermüll. Das gilt übrigens auch für Solarpanels und auch für diese Windturbinen, by the way. Und das ist schwer zu entsorgen. Was passiert mit einem Auto? Ich kaufe jetzt ein Auto, ein E-Fahrzeug. In ein paar Jahren ist die Batterie nur noch 60% der Leistungsfähigkeit, dann brauche ich eine neue Batterie, die kostet 15.000, 20.000 Euro um den Dreh. Was macht das dann mit dem Wiederverkaufswert meines E-Fahrzeugs? Der geht wahrscheinlich total in den Keller. Das sind alles so Sachen, die noch überhaupt nicht auf dem Schirm der Leute sind. Entsorgung, Preise, Wiederverkaufswerte, aber all das wird sehr, sehr wichtig. Abschließend, meine Damen und Herren, noch drei Empfehlungen. Bleiben die Zinsen und Inflation länger hoch? Frage. Oder sagen wir mal, der Fokus der Märkte richtet sich jetzt eher auf die Frage, naja, wie lange bleiben die Zinsen hoch, als auf die Frage, wie hoch steigen sie denn noch? Denn die wenigsten erwarten, dass da noch mehr als eine Zinsanhebung kommt. Hier rechts sehen wir den Jerome Powell, der sich freut, dass er die Stops alle getriggert hat. Das wird sehr, sehr wichtig. Aber hier sehen Sie diesen Shift in den Märkten, was da eigentlich stattgefunden hat. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Jetzt ist in dieser Woche ja das BRICS-Treffen. Wird das dem Goldpreis zu einer Explosion verhelfen, wie Markus Krall glaubt? Ja oder nein? Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, was passiert da eigentlich bei den BRICS? Welche Themen stehen auf der Agenda? Was wollen die? Sind die gegen den Westen? Was passiert da? Das ist auch ein spannender Artikel. Das ist ja immer wichtiger für uns, was bei diesen anderen Ländern passiert, weil wir einen relativen Abstieg erleben. Vielleicht können wir den ein bisschen verlangsamen, vielleicht auch umdrehen, aber dazu bräuchten wir ein anderes Mindset. Das haben wir noch nicht und so gehen die Dinge eben ihren sozialistischen Lauf. Ich wünsche es das Allerbeste, diese drei Empfehlungen und sage Servus, ciao.